Mein Name ist Timo Volkmer, ich bin freiberuflicher Berater für agile Produktentwicklung und Organisationsentwicklung. Diese beiden Felder hängen für mich sehr eng zusammen, denn um erfolgreich Produkte entwickeln zu können, braucht es die richtigen Strukturen und Prozesse im Unternehmen. Ich berate meine Kunden darin, solche Strukturen zu schaffen, in denen Teams eng am Markt agieren können und sehr reaktionsschnell neue Ideen und Features entwickeln und am Markt erproben können. Als Softwareentwickler und promovierter Informatiker komme ich mit einem soliden technischen Background, sodass ich meine Kunden wirklich aktiv bei der Entwicklung von modernen digitalen Produkten unterstütze. In den letzten über 10 Jahren habe ich mich aber auch sehr intensiv damit beschäftigt, was Organisationen sind in Theorie und Praxis und wie sie sich wirksam gestalten lassen. So unterstütze ich meine Kunden einmal auf der strukturellen Ebene, aber auch bei der Produktentwicklung selbst, um sehr schnell innovative, neue digitale Produkte an den Markt zu bringen. Sie sollten mich beauftragen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen planen, Veränderungen herbeizuführen, die es Ihnen erlauben, zukünftig schneller und innovativer moderne digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Oder falls Sie vielleicht schon Maßnahmen ergriffen haben, vielleicht sowas wie Scrum eingeführt haben und sich jetzt bei Ihnen der Erfolg nicht so richtig einstellen will. Ich bin auch gerne Ihr Ansprechpartner, wenn Sie planen, komplette Bereiche oder sogar das ganze Unternehmen auf agile Organisationsstrukturen umzustellen. Für klassische Scrum Master Rollen stehe ich eher nicht zur Verfügung, weil mir da viel zu wenig Wirksamkeit gegeben ist. Und genauso für klassische Projektmanagement-Rollen, denn ich führe meine Kunden weg von einer Projektdenke hin zur Produktdenke und das kann ich aus dieser Rolle eher weniger. Ich stehe sehr kurzfristig zur Verfügung, remote gerne weltweit auf Deutsch oder Englisch und für Vor-Ort-Einsätze bin ich im Rhein-Main-Gebiet zu haben, beziehungsweise auch für gelegentliche Vor-Ort-Einsätze deutschlandweit.